Hallo und herzlich willkommen. Es gibt tatsächlich noch ein weiteres Video aus Costa Rica. Und zwar haben sich einige von euch gewünscht, dass ich ein Bildbearbeitungsvideo mache, in dem ich zeige, wie ich vom Rohfoto bis zum Endprodukt komme. Denn im Regenwald hat man doch einige Herausforderungen und hat nicht viel Licht. Je nachdem so ein bisschen Grünstiche vom vielen Grün. Und das kennt ihr sicher auch, wenn ihr hier in den heimischen Wäldern gerade so im Frühling, Mai, Juni unterwegs seid. Und ich möchte euch hier einfach die gesamte Bearbeitung einmal zeigen. Ich habe bei diesen beiden Fotos einmal alle Einstellungen zurückgesetzt und wir starten gerade mit dem linken Bild. Das habe ich mit meiner Canon EOS R10 aufgenommen, also einer APS-C-Kamera und dem 70 bis 200 mm Objektiv. Ich wollte hier unten diese Blumen noch ein bisschen ins Bild bringen. Und was ihr vielleicht schon auf den allerersten Blick seht, es ist relativ dunkel, auch wenn wir uns hier einmal das Histogramm anschauen, da habe ich ein bisschen schlecht belichtet. Da ich bei 100 ISO war, ist das nicht so dramatisch. Ich kann das ein bisschen hier hochziehen und das ist eigentlich das Erste, das ich jeweils mache. Was ich dann auch jeweils mache, ist, und egal ob ich das jetzt im Capture One oder Lightroom macht, ich lasse mir die Bereiche anzeigen, die über- oder unterbelichtet sind, einfach damit ich mich so ein bisschen herantasten kann. Aber ich schenke denen momentan noch nicht so viel Beachtung. Insgesamt finde ich, dürfte das Foto ein klein wenig wärmer sein. Also ich werde hier den Weißabgleich ein klein wenig anpassen. Ungefähr so. Und jetzt gibt es einige Sachen, die mich stören. Ich beginne zuerst einmal das Foto ein klein wenig zuzuschneiden. Mir ist der Vogel momentan noch ein bisschen zu mittig. Gleichzeitig finde ich dieses hängende Moos hier aber relativ cool. Das heißt, ich werde den Bildausschnitt mal für den Moment irgendwie so wählen. Ich tendiere dann zu, das Bild dann so zu bearbeiten und dann eher nachher noch ein bisschen mehr zuzuschneiden, wenn ich es für Instagram oder so ein bisschen anders haben möchte. So, als erstes überlege ich mir jetzt, was möchte ich an diesem Bild konkret ändern. Was mich hier ein bisschen stört, ist, dass der Ast hier relativ hell ist. Das heißt, ich werde diesen jetzt maskieren und ich nutze hier diese AI oder KI-Maske. Die muss jetzt zuerst einmal vorbereitet werden und ihr seht, der Ast wird wunderbar erkannt. Das heißt, ich wähle den jetzt hier aus und auch die restlichen Teile hier oben noch. Und wenn ich mir einmal die Maske anzeigen lasse und zurück auf das normale Werkzeug gehe, dann seht ihr, was hier ausgewählt ist. Und ich werde jetzt hier einfach die Belichtung ein klein wenig runterziehen. Und vor allem die Lichter sollen da etwas runter. Vielleicht auch den Weißpunkt ganz wenig runternehmen. Ich zoome dann gerne auch mal rein, zum Schauen, ob es nicht irgendwie übertrieben wirkt. Das sieht aber soweit eigentlich ganz gut aus, denke ich. Also wir haben immer noch Struktur drin. Vielleicht kann ich es sogar noch ein klein wenig dunkler machen. So, Vergleich vorher-nachher, finde ich, macht schon einen deutlichen Unterschied, lenkt einfach weniger vom Bild ab und wir haben mehr Fokus auf dem eigentlichen Motiv, dem Vogel. Und das ist gerade das nächste, das ich jetzt auswähle. Mal schauen, ob das Capture One hier geschafft hat. Ja, klappt eigentlich auch recht gut. Hier oben ein kleinen Teil von der Haube nicht, aber insgesamt recht gut. Hier werde ich die Belichtung tatsächlich ein bisschen erhöhen. Auch die Tiefen leicht hochziehen, aber auch den Schwarzpunkt leicht anziehen. Und dann möchte ich aus diesem Orange hier noch ein bisschen mehr rausarbeiten. Ich kann hier die Sättigung allgemein erhöhen, aber ich nehme hier lieber die Orangetöne, dass ich die wirklich ein bisschen selektiver bearbeiten kann. Und hole hier noch ein klein wenig mehr raus. Und dann bin ich eigentlich schon relativ zufrieden. Ich mache jetzt noch eine Maske für den Hintergrund. Ich muss mal schauen, ob die geklappt hat. Einigermaßen. Ich möchte hier ein bisschen gezielter wirklich den Hintergrund bearbeiten. Also nicht nur, was nicht Vogel ist, sondern eigentlich auch nicht so wirklich vom Ast. Und ich mache hier wirklich nur kleine Bearbeitungen. Deshalb ist es nicht so wichtig, dass diese Maske extrem präzise ist. Ich nehme mir die einfach mal so grob raus. Und dann tue ich hier den Kontrast ein bisschen reduzieren. Nicht so extrem, aber ich nehme hier den Kontrast ein klein wenig zurück. Das hilft einfach, dass im Prinzip den Blick ein bisschen vom Hauptmotiv auf das Hauptmotiv zu lenken. Auch hier die hellen Töne nehme ich ganz leicht zurück. Vielleicht mache ich eine ganz leichte Vignettierung rein. Irgendwie so. Und jetzt finde ich, bin ich schon quasi fertig mit der Bearbeitung. Vielleicht gehe ich noch einmal auf die Bildebene hier, auf die Hauptebene.
erhöhe die Sättigung ganz, ganz leicht, aber ich möchte es hier nicht übertreiben. Und wenn wir jetzt einmal vorher nachher anschauen, finde ich einen recht deutlichen Unterschied. Der Vogel kommt deutlich besser zur Geltung, der Ast ist nicht mehr ganz so dominant und gleichzeitig finde ich, ist das immer noch ein Foto, das den originalen Charakter sozusagen behalten hat. Gehen wir zum nächsten Bild. Hier war es deutlich dunkler, ich war mit dem 100 bis 500er unterwegs. Ja, 12.800 ISO, das rauscht natürlich ziemlich, vor allem wenn wir hier einmal die Rauschreduzierung rausnehmen. Und dann seht ihr, dass das ziemlich übel aussieht. Und ich werde das jetzt zuerst einmal im DxO Pure RAW 4 entrauschen. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Öffnen mit, DxO Pure RAW 4, das wird mir hier geöffnet. Verarbeiten, das nehme ich meistens immer die gleichen Einstellungen oder fast immer die gleichen Einstellungen, mit denen habe ich einfach recht gute Erfahrungen gemacht. Und dann geht das so ungefähr 14, 15 Sekunden, bis das Bild durchbearbeitet ist, kommt immer ein bisschen auf euren Computer an und natürlich auch was für eine Datei. Also ich merke, die R10-Dateien werden viel schneller bearbeitet als die R5-Dateien, was auch irgendwie logisch ist. Anschließend wird das direkt an Capture One übergeben. In Lightroom funktioniert das Ganze noch ein bisschen flüssiger in dem Sinn. Ich importiere dieses Bild jetzt mit dem Punkt hier, dem Katalog hinzufügen. Und wenn ich zurück auf die Sammlung alle Bilder gehe hier, dann sehen wir, wenn ich jetzt einmal reinzoome, das sieht schon ganz, ganz anders aus. Also wir haben im Vogel kaum Details verloren, aber das Rauschen ist nicht weg, aber also nicht, überhaupt nicht mehr störend. Und gleichzeitig sieht es eben nicht künstlich aus. Also ich bin da echt sehr zufrieden mit den Ergebnissen von DxO Pure RAW 4. Und ich habe eine sehr tolle Nachricht für euch, nämlich wenn ihr euch DxO Pure RAW 4 kaufen möchtet, also einen kompletten Kauf der Vollversion, dann kann ich euch 25% Rabatt anbieten. Klickt einfach auf den Link unten dran und gebt den Rabattcode ein, der auch in der Videobeschreibung steht. Ihr unterstützt dabei meinen Kanal und könnt euch 25% sparen. Das ist die Kaufversion, das heißt, das ist kein Abo, das ihr monatlich bezahlen müsst, das ist ein einmaliger Kauf. Zurück zur eigentlichen Bearbeitung, was möchte ich hier machen? Was mir generell gefällt oder worauf ich beim Foto geachtet habe, ist ein bisschen diesen unscharfen Vordergrund da drin haben mit diesem Grün. Und man sieht hier auch noch so ein bisschen etwas durchschimmern von anderen Blättern, das finde ich ganz cool. Mir ist der Vogel ein bisschen zu mittig und dieser Ast rechts hier stört. Das heißt, ich schneide jetzt einfach ein klein wenig zu, aber nicht zu viel. Denn wie gesagt, ich finde das eigentlich noch ganz cool. Ich probiere es mal irgendwie so. Und jetzt finde ich, dass hier der Vogel wirklich von der Belichtung nicht so ganz gleichmäßig ist. Ich werde zuerst einmal eine Objektmaske probieren und den Vogel ganz insgesamt ein klein wenig aufhellen. Der wurde tiptop erkannt. Ich gehe jetzt einfach mit der Helligkeit hier ein klein wenig hoch und sieht insgesamt schon ein bisschen besser aus. Ich kann hier vielleicht den Kontrast noch ein bisschen verstärken. Aber hier um das Auge rum finde ich es immer noch ein klein wenig dunkel. Gleichzeitig wird es hier schon fast zu hell. Also ich werde jetzt einen Pinsel machen, also hier eine neue Ebene einrichten und dann hier mit dem normalen Pinsel ohne automatische Maskierung, mit einer eher weichen Kante und geringer Deckkraft einfach hier oben ein bisschen drüber pinseln, so um das Auge, um den Bereich hier. So. Und das hier einfach ein bisschen aufhellen, vor allem die Tiefen ein bisschen nach oben ziehen. Übrigens finde ich, das Bild ist insgesamt ein klein wenig überschärft und das liegt daran, dass Capture One automatisch eine Schärfung aktiviert. Die tue ich bei den Fotos, die ich mit DxO Pure RAW bearbeitet habe, in der Regel entweder komplett deaktivieren oder wirklich auf ein Minimum beschränken. Jetzt finde ich, sieht das ein bisschen besser aus. Und ihr seht, der Vogel kommt schon besser zur Geltung. Vielleicht können wir hier sogar noch ein klein wenig mehr die Tiefen hochziehen. Irgendwie so etwas in die Richtung. Insgesamt im Bild versuche ich jetzt noch ein bisschen den Kontrast rauszunehmen, damit es ein bisschen harmonischer wirkt. Vielleicht das ganze Bild minimalst dunkler machen. Und ich werde jetzt definitiv noch eine Maske für den Hintergrund machen. Auch schauen, ob Capture One das hier relativ gut erkennt. Ja, klappt eigentlich bestens. Und auch hier den Kontrast nehme ich ganz wenig zurück. Vielleicht gehe ich auch hier mit der Helligkeit so ganz, ganz leicht runter.
kann hier auch die hellen Töne noch ein bisschen korrigieren. Und bei diesem Bild könnte ich mir auch gut vorstellen, noch mit einem Radialfilter zu arbeiten. Das heißt, ich mache hier noch einmal eine Ebene, ziehe hier einen Radialfilter so ein bisschen um den Vogel herum und ich möchte hier eine möglichst weiche Kante haben. Und was ich jetzt möchte, ist, dass es außenrum vielleicht ein bisschen dunkler wird, der Kontrast ganz leicht abgesenkt, irgendwie so. Ihr seht, Unterschied ist auch wieder nicht dramatisch, aber es hilft vielleicht, das war vielleicht schon ein bisschen zu viel, es hilft einfach, dass der Vogel noch ein bisschen besser zur Geltung kommt. Ich werde jetzt nochmal zurück aufs Gesamtbild gehen, hier die Schwarztöne noch minimalst verstärken, dass wir ein bisschen mehr Kontrast haben. Und ich glaube, ungefähr so würde dann auch schon mein finales Bild aussehen. Also ihr seht auch vorher und nachher, der Vogel kommt viel besser zur Geltung. Hier müsst ihr natürlich immer für euch überlegen, wie viel möchtet ihr hier bearbeiten. Ich zeige noch einmal auch den Unterschied mit der Variante, wo wir das wirkliche Original haben und dann das mit Pure Raw bearbeitet. Also ihr seht, hier sieht das doch viel, viel ruhiger aus im Hintergrund. Kaum Details verloren, also es gefällt mir eigentlich wirklich gut. Wie gesagt, der Gutscheincode für DxO Pure Raw 4 findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!